Wenn wir über das Verantwortungskonzept sprechen, dann können wir das rational erklären, das ist so wichtig, und emotional. Lassen uns beides kurz tun. Rational ist ganz einfach. Da ist etwas, eine Situation, da ist eine Situation oder ein Ereignis, sagen wir mal E für Ereignis, und darauf geben wir A eine Antwort. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, das ist nicht die ganze Wahrheit, sondern dazwischen ist eine Lücke. Zwischen dem, was passiert im Leben, und zwischen unserer Antwort ist eine Lücke. Und diese Lücke, meine lieben Freunde, diese Lücke, die macht uns frei. Denn hier entscheiden wir, wie wir die Lücke füllen. Wir müssen nicht so antworten. Wenn ich grimmig gucke, können Sie mich trotzdem anlächeln. Wir haben immer die Wahl. Und wenn das Leben mal grimmig guckt, können wir trotzdem lächeln. Wir haben immer die Wahl. Das ist schwer, ich weiß das. Aber es ist möglich. Und darin liegt das ganze Geheimnis. Menschen machen, wenn sie Verantwortung ablehnen, drei Fehler. Erstens, sie sagen, naja, das Ereignis, das ist die Realität. Das ist Quatsch. Einstein hat gesagt, es gibt keine Realität. Wer versteht das, dass es keine Realität gibt? Sondern Reize, sehr gut. Reize. Und wir entscheiden, wie wir auf die Reize antworten. Es gibt keinen Automatismus. Verantwortung. Haben Sie mal überlegt, wie das Wort aufgebaut ist? Da steht Verantwortung. Darum geht es mir, um die Antwort. Es geht darum, dass wir hier in der Lücke entscheiden, welche Antwort wir geben wollen. Und jetzt kommt etwas ganz Ernüchterndes. Was ich Ihnen hier gerade sage, ist in der Praxis völlig untauglich. Geht doch gar nicht. Wir können doch nicht etwas erleben und plötzlich sagen, okay, der Schäfer hat gesagt, das ist gerade passiert, meine Antwort ist davon abhängig, wie ich jetzt die Lücke fülle. Dafür geht das Leben doch viel zu schnell. Lösung, wir verpflichten uns. Wenn wir uns verpflichten, ein großes Ziel, und Sie wissen, ich meine nicht nur das hohe Einkommen, sondern das ist ein Symbol für das, was in Ihnen ist, was die Welt erfahren muss. Und wenn die Welt das erfährt, dann werden Sie auch vermögend. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Und wenn Sie diese Verpflichtung aussprechen, wenn Sie sich verpflichten, dann haben Sie die Lücke gefüllt. Automatisch. Aber positiv automatisch. Adlerautomatismus. Nicht Ente. Sie müssen da nicht immer überlegen, bin ich jetzt gleich Ente oder Adler? Sie sind Adler, weil sie sich verpflichtet haben. Und jetzt die emotionale Erklärung. Ich habe vor Jahren eine Frau eingeladen, sie heißt Ella Williams, mit mir zusammen einen großen Frauenkongress zu veranstalten, tausende Frauen. War zufällig jemand, der heute hier ist, da? Ich würde ihn jetzt nicht sehen, da müssen Sie brüllen. Schade. Ella Williams hat ihre Geschichte erzählt. Doch? Ja? Super. Dann können Sie das gleich bestätigen. Ella Williams hat ihre Geschichte erzählt und sie hat gesagt, dass sie als Kind immer von ihrem Vater schlimmstens verprügelt wurde. Schlimm. Die Mutter auch. Der Vater sagte immer, keep them barefoot and pregnant über Frauen. Halte sie barfuß und schwanger. Also ein Typ. Der hat ihr das ganze Kind, die ganze Kindheit und Jugend hinweg immer verprügelt. Und um der Hölle zu entkommen, hat sie mit 18 dann geheiratet, den Erstbesten, und der hat sie auch verprügelt. Hat sich nach 6 Monaten scheiden lassen, hat den Nächsten geheiratet, hat sie auch verprügelt. Dann hat sie gesagt, es ist ja egal, wohin ich gehe, ich werde immer verprügelt. Also ist sie bei dem geblieben, 10 Jahre, und hat diese Tortur erduldet. Nach 10 Jahren hatte sie endlich den Mut und hat dann gesagt, ich lasse mich scheiden, hat sich scheiden lassen. Aber der Typ hat ihr weiter aufgelauert, hat sie verprügelt, wenn er sie gekriegt hat. Und dann hat sie irgendwann mal gesagt, ich muss mal überlegen, was ist eigentlich mein Leben? Und dann hat sie sich auf so eine Treppe gesetzt und hat mal Bilanz gezogen. Und es ist gut, mal Bilanz zu ziehen. Was kann ich? Nix. Keine Schulbildung. Wen kenne ich? Keine guten Leute. Psychisch am Ende. Gesundheitlich am Ende. Schulden. Und 2 kleine Kinder.
Und als sie das sich bewusst machte, da fing sie hemmungslos an zu weinen. Stunden geweint. Stunden. Und dann sind ihr irgendwann die Tränen getrocknet. Und dann hat sie aus irgendeinem Grund gesehen, dass die Sonne scheint und hat dann gesagt, mich wird niemals mehr jemand im Leben schlagen. Von jetzt ab soll die Sonne auf mein Leben scheinen. Und dann ist sie aufgesprungen, richtig, und hat gesagt, ich werde jetzt Unternehmer. Sie wusste ja nicht, wie das geht. Es hat 3 Jahre gedauert, bis sie ihr Unternehmen gegründet hat. Und noch 3 Jahre, bis sie den ersten Auftrag hatte. Da denken wir manchmal, wir haben es schwer. Und noch 3 Jahre, da ist sie gewählt worden zur Unternehmerin des Jahres in den Vereinigten Staaten. Weil die Kurve so ging. Sie ist zur Frau des Jahres gewählt worden und zum Unternehmer des Jahres, war die erste schwarze Frau, die im Weißen Haus mit dem Präsidenten zu Abend gegessen hat. Ella Williams. Was eine coole Geschichte. Da habe ich sie gefragt, als sie die Geschichte erzählt hat, sag mal Ella, wie hast du das eigentlich geschafft, trotz deiner 2 kleinen Kinder? Weil ich ja weiß, dass Menschen mir ihre Ausreden präsentieren. Ohne zu wissen, dass es Ausreden sind. Es sind ja Nöte, die sagen mir, Herr Schäfer, ich bin zu jung, zu alt, ich bin zu krank, zu was weiß ich was, zu pleite. Und deswegen habe ich sie gefragt, wie hast du das geschafft, trotz deiner 2 kleinen Kinder? Und da hat sie mich angebrüllt als Antwort. Nicht trotz meiner Kinder, wegen meiner Kinder. Und da habe ich tief verstanden. Meine lieben Freunde, Kinder sind doch kein Hindernis. Kinder sind doch ein Grund, erst recht unser Bestes zu geben in diese Welt. Alles, was sie haben, sind doch keine Hindernisse, außer wir wollen es so sehen. Sondern es sind doch Möglichkeiten, etwas mit der Welt zu teilen. Dann sag doch, mir geht so und so und trotzdem. Nicht trotzdem, sondern wegen. Wegen. Deswegen. Wegen. Das ist so tief, das zu verstehen. Das nimmt uns alle Ausreden. Und dann ist ein ganz wichtiger Satz. Wenn wir uns verpflichten, dann werden wir wachsen. Wenn wir uns nicht verpflichten, dann werden unsere Ausreden wachsen. Wenn wir uns verpflichten, werden wir wachsen. Wenn wir uns nicht verpflichten, werden unsere Ausreden wachsen.